Hallo und ja, willkommen. Und mit einer kleinen schlechten Nachricht vorweg. Eigentlich sollte jetzt dieses Video mit der Ausgabe 6 anfangen und 6 und 7 beinhalten. Unglücklicherweise habe ich ganz offensichtlich und zwar wunderschön den Ton aufgenommen zur Ausgabe 6, aber die Videokamera nicht eingeschaltet. Und als ich dann die Folge 7 gedreht habe, habe ich gedacht, meine Kamera hat sich nur abgeschaltet. Nach 10 Minuten macht sie das nämlich von alleine, dummerweise. Ist aber nicht so. Ich hatte offensichtlich vergessen, sie einzuschalten. Mir fehlt also das komplette Bildmaterial zur Zeitschrift 6. Deswegen diese kurze Ansprache am Anfang. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Und Teil 7 könnt ihr euch trotzdem anschauen. Tut mir leid. So, jetzt kommen wir zur Ausgabe 7. Das heißt, unser Scharnhorst wird wieder ein Stück länger werden. So. Ich habe auch mittlerweile schon mal geschaut. Ihr erinnert euch sicherlich bei den anderen Bauabschnitten, 4 oder 5, ich glaube 5 war das, da war ein Teil über, ein Holzteil, wobei stand, wird später nochmal benötigt. Und da habe ich schon mal geluschert und das wird tatsächlich bald benötigt, denn wir nähern uns dem Ende der Länge nach. Also das ist jetzt hier das vorletzte Teil, dann kommt da, soweit ich das gesehen habe, noch ein Teil hinten dran. Und dann haben wir die komplette Länge geschafft. Und ich werde auch so lange wie möglich hier weiterbauen. Erstens ist mein Keller immer noch nicht aufgeräumt. Und zum Zweiten ist das hier eigentlich sehr angenehm zu drehen. Vor allen Dingen habe ich hier meine Lampen und alles und muss nicht immer alles in den Keller schleppen. Gut, wie auch immer. Jetzt geht es an Abschnitt 7. Und aber auch ein bisschen was erzählen. Muss ja ab und zu mal erlaubt sein, deswegen müsst ihr mir jetzt noch ein bisschen so zuschauen. Ja, mein Modellbau ist es werden, ihr seht ja, es geht relativ zügig voran. Und wer sich hierfür interessiert, der wird sicherlich keine Lust haben, jedes Mal 4 Wochen darauf zu warten nachher, dass ich mein nächstes Zeitschriften- und damit Teilepaket bekomme. Ist auch albern. Ich gucke immer zur Kamera, dabei kann ich mich gar nicht sehen. Naja, egal. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich nicht nur die Scharnhorste dieser Reihe machen werde, sondern ich werde auch noch andere Sachen hier machen. Zum Beispiel, ich habe da auch noch was. Ich habe noch ein paar Modellbausätze für Dioramen im Keller. Zum Beispiel, Sekunde, ich muss mal eben gucken, dass ich das richtige Teil jetzt benutze. Zum Beispiel für meinen Modellbau, Modelleisenbahn-Geschichten. Ich habe das ja schon mal vor langer Zeit erwähnt. Ich bin eigentlich ein begeisterter Modelleisenbahner. Oh, das rutscht hier mal rein. Und werde auch irgendwann wieder eine Anlage bauen. Allerdings ist das Zimmer, wo diese Anlage später einmal rein soll, noch wohnlich belegt, um es mal so auszudrücken. Und das hoffentlich auch noch sehr lange. Das heißt, ich habe ja hier mein eigenes Häuschen und meine liebe Mutter, die hat hier lebenslanges Wohnrecht. Und die hat dann im Erdgeschoss hat sie ihr Wohnschlafzimmer. Und meine Frau und ich, wir bewohnen quasi den ersten Stock. Das war verkehrt.
Da gehört ein anderes Teil rein. Ha, das ist ja auch toll. Das habe ich noch gar nicht, das Teil. Und zwar kommt dieses Teil hier rein. So, da bin ich wieder. Das wird wieder eine Heidenschnittarbeit werden. Irgendwie werde ich auch ständig unterbrochen. Naja, gut. Ja, wieso jetzt hier das Teil fehlt, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Also bis jetzt war es ja immer so, dass die ersten Spannteile dabei waren. Und dieses eine Teil ausgerechnet scheint jetzt erst in der nächsten Zeitschrift zu kommen. Ja, nicht weiter tragisch, habe ich ja auch schon da. Kommt dann halt eine Folge später. So, hier haben wir noch jetzt die Verbindungsteile, das kennt ihr ja auch schon. Die hier, die beiden Mittelstücke zusammenhalten und dem Ganzen ihre Stabilität geben. Und das Ganze auch nochmal natürlich auf der anderen Seite. Jetzt wird meine Leimportion, ja. Leimportion auch langsam fest. Ja, wie gesagt, ich habe noch andere Pläne mit der Modelleisenbahngeschichte, um das nochmal fortzuführen. Irgendwann wird das jetzige Wohnzimmer von mir hier mein Modellbahnzimmer werden. Und dann kann ich auch anfangen mit der Anlage. Aber ich habe schon ein paar Modelle, die mir sehr gefallen. Und damit die nicht sinnlos irgendwo in Kartons waren, habe ich die schon gealtert und habe Dioramen damit gebaut. Ich habe euch ja schon mal in meiner STA Modellbaugeschichte, Modell und Bahn, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, hatte ich euch ja schon mal ein Krankenhaus, das Marienkrankenhaus gezeigt. Moment, ich muss mal hämmern. Und da habe ich noch andere. Ich habe eine Kaserne mit Panzerverladung. Ich habe ein kleines Stadtbild mit Windmühle. Ein weiteres mit einem Hotel und so weiter. Also ich habe ein paar Dioramen schon gebaut. Und auch da werde ich im Rahmen von meinem Modellbau jetzt die Lücken füllen, wenn mir hier die Teile ausgehen sollten. Und nicht nur das, ich habe auch noch Schiffsmodelle. Ich habe zum Beispiel noch ein Kunststoffmodell von, das ist, glaube ich, müsste ich lügen, 86 cm lang. Ein Dampfsegelschiff von den Konföderierten. Hat meine Frau mir mal irgendwann geschenkt. Das liegt auch noch im Keller und wartet darauf, zusammengebaut zu werden. Da kommt das ja wieder mit den zwei Pinzetten und den Knoten, wovon ich schon mal in der anderen Folge über die Geschütztürme erzählt hatte. Und ich habe auch noch einen Reparaturauftrag quasi von meinem Vater, der mittlerweile verstorben ist, im Keller liegen. Und zwar hat der mal die Gorch Fock gebaut in Holz. Ungefähr so lang. Ja. Und die hat dann bei einem Transport leider mal einen Mastbruch erlitten. Und da hat er mich dann noch zu Lebzeit natürlich drum gebeten, ob ich das nicht reparieren könnte. Moment, ich muss nochmal hämmern. So. Auch das werde ich eventuell dann hier mit einfließen lassen. Ja, meine Freunde, das war's jetzt auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, es ist interessant genug für euch, auch wenn das hier jetzt eigentlich alles sich ziemlich ähnelt von den Bauabschnitten. Ich lasse die Scharnhorst noch mal ein bisschen durchs Bild fahren. Ja, ist also schon ein ganz ordentliches Stück, was wir jetzt hier haben. Ich kann ja noch mal mein Uralt-Lineal kurz rauszerren
Mal schauen, was wir bis jetzt für eine Länge erreicht haben. Und zwar sind wir jetzt bei einer Länge von 87 Zentimetern angekommen. Das heißt, uns fehlen noch knapp 30 Zentimeter bis zu 1,17. Und ja, so langsam nimmt das Ganze doch interessante Form an. Ich danke jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und verzeiht mir die wilden Schnittaktionen, die ich zwischendurch durchführen muss, damit ich das Ganze einigermaßen flüssig, nicht zu lang habe und meine kleinen Auszeiten, die ich ab und zu nehmen muss, falls dann mal an der Tür klingelt oder ich angerufen werde. Das bitte ich mir doch nachzusehen. Bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr dabei wart. Euer Sven. Tschüss.